Schnatzberger, liebe Zuschauer nah und fern. Normalerweise hätten wir uns heute Abend hier in der Christuskirche zur ersten ökumenischen Passionsandacht in diesem Jahr versammelt. Aber normal ist in diesen Tagen fast nichts. Unsere Kirchen sind zu, wir dürfen keine Gottesdienste feiern. Ausgerechnet jetzt, wo wir uns schon auf die besonderen Gottesdienste in der Karwoche und an Ostern gefreut hatten. Mit dieser Andacht und weiteren, die folgen werden, wollen wir versuchen, die Kirchen in ihre Wohnzimmer zu bringen. Getreu dem Motto, wenn die Gemeinde nicht zur Kirche kommen darf, dann kommt eben die Kirche zur Gemeinde. Jeden Freitag um 19 Uhr, sonntags um 11 Uhr und dann wieder in der Karwoche abends an jedem Tag um 19 Uhr, so ist es geplant. Aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden in Herzberg, in Sieber und in Lohnau. Schön, dass Sie dabei sind bei der Premiere. Schön, dass die Technik funktioniert. Und so feiern wir gemeinsam diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht zu dieser Andacht. Es stammt von dem bekannten Künstler Sieger Köder. Und es zeigt die fünfte Station auf dem Weg, den Jesus Christus vom Palast des Statthalters Pontius Pilatus hinauf nach Golgatha gegangen ist. Simon von Kyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Viele kennen diese Episode aus der Passionsgeschichte. Simon, ein Bauer vom Feld, er wird von Soldaten, die Jesus nach Golgatha führen, dazu gezwungen, das Kreuz auf seine Schultern zu nehmen, weil Jesus keine Kraft mehr hat. Gemeinsam stehen sie, eng umschlungen, unter dem Kreuz, und Bibelkenner wundern sich, nanu. So steht es aber nicht im Original. Die biblischen Autoren erzählen vielmehr, dass Simon von Kyrene das Kreuz alleine den Berg hinaufgetragen hat. Ganz explizit schreibt Lukas, der Evangelist, und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass erst Jesus nachtrüge. Was hat sich der Künstler wohl dabei gedacht, dass er diese Szene anders gemalt hat? Jesus und Simon gemeinsam unter dem Kreuz? Spontan ist mir ein Vers aus dem Galaterbrief eingefallen. Oft schon ist er mir auch als Trauspruch schon begegnet. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Last, das kann eben auch so aussehen, dass man sich unter das Joch spannen lässt, wie Simon von Kyrene in diesem Bild, dass man gemeinsam an einer Last trägt und nicht danach fragt, wer diese Last verursacht hat, wer sie verschuldet hat, sondern dass man einfach mitträgt. Auch in diesen Tagen scheint mir das wichtig zu sein. Keiner von uns hat den Coronavirus verursacht. Nicht die Chinesen, auch nicht die Italienurlauber. Die Frage der Schuld ist völlig irrelevant. Worum es geht? Dass wir gemeinsam die Last tragen, Einschränkungen in Kauf nehmen, miteinander daran mitwirken, dass die Folgen der Krise möglichst gering ausfallen. Aber das ist noch nicht alles. Die Besonderheit, die künstlerische Freiheit dieses Bildes, die besteht ja darin, dass Jesus mit unter dem Joch steht, dass er mit eingespannt ist und dass er mitträgt. Ob das auch eine Perspektive für die Passionszeit und ganz besonders für
für die Passionszeit 2020 ist, zu wissen, Jesus ist der Lastenträger, der, von dem es heißt, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesaja 53. Das Wunder der Passionszeit besteht darin, dass Jesus sich unter das Joch spannen lässt, dass er Leid und Schmerzen ausgehalten hat und dass wir wissen, gerade dann, wenn Krankheit und Schmerzen sich in unserem Leben breit machen, dann steht er nicht nur achselzuckend nebendran, dann wendet er sich auch nicht ab, sondern dann stellt er sich mit unter das Joch, damit wir es nicht alleine tragen. Was mich wirklich freut in diesen Tagen, das sind die vielen Menschen, die in Herzberg und anderswo fragen, wie kann ich helfen, was kann ich tun, und die dann aktiv werden. Die Jugendlichen von der evangelischen Jugend, die Einkäufe erledigen, die Nachbarn, die den Menschen in Quarantäne ein frisches Brot vorbeibringen, der ältere Kollege aus der Nachbargemeinde, der uns den jungen Pastorinnen und Pastoren, die ihre Kinder zu Hause haben, seine Vertretungsdienste anbietet. Sie lassen sich einspannen unter das Joch, helfen zu tragen und zeigen, dass es keine leeren Worte sind, wenn Christen davon reden, dass sie diesem Jesus nachfolgen. Ich glaube, so wie in diesem Jahr haben wir die Passionszeit noch nie erlebt. Und ich hoffe, dass wir sie nie wieder so erleben werden. Aber wer weiß, vielleicht sind wir in diesem Jahr sogar noch ein wenig näher als sonst dran an diesem Geheimnis, an dem Geheimnis, das in den Worten steckt, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, dein Weg ans Kreuz steht uns vor Augen. Nichts ist dir fremd, kein Leid, keine Schmerzen. Du hast sie getragen für uns und mit uns. So beten wir zu dir und bitten dich für alle Kranken und ihre Familien, für die Ärztinnen und Ärzte, für das Pflegepersonal in Krankenhäusern und den Arztpraxen, für die Menschen in der Politik, bei der Polizei, in den Rettungsdiensten. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Mut, schenk ihnen gute Entscheidungen in ihrem Dienst. Wir bitten dich für alle, die sich lange schon gefreut hatten, auf ihre Hochzeit, auf die Konfirmation, die Taufe oder auf den runden Geburtstag. Schenke ihnen Frieden und Gelassenheit. Wir bitten dich um deinen Beistand für die Armen, für die Hungernden und die Verfolgten, dass sie auch in dieser Zeit nicht vergessen werden. Gemeinsam mit den Christinnen und Christen auf der ganzen Welt beten wir, wie du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.